Das ist eine typische deutsche Stadt, wo man halt auch mal nächste Straße links an einigen Stellen sparen muss. Langsamer. So, dann schön gucken, ob irgendwo was kommt. Erst nach links, dann nach rechts und dann biegen wir ab. Richtig. Ja, das ist korrekt. So, langsamer. Und jetzt, was macht der denn da? Der wendet auf der Stelle. Na gut, gucken wir uns das mal rum, aber was macht der da? Jetzt bleibt er mitten auf der Stelle stehen. Hallo? Fahr weiter. Biegen Sie bitte links ab. Diese Leute heutzutage. Schlimm. Gut, der will auch abbiegen. Da müssen wir natürlich alle warten, weil sie irgendwie alle unterwegs sind. Und vor allen Dingen die meisten ja auch nur mit Kleinwagen. Das ist also statistisch eigentlich voll konkurrent. Bei der nächsten Gelegenheit links abbiegen. So, schön gucken, dass kein Fußgänger kommt. Wir müssen diesmal links abbiegen und das Auto fährt auf einmal los. Warum auch immer. So. Er ist weggefahren, hat jetzt bestimmt einen Unfall nach der Kurve. Biegen Sie hier links und anschließend gleich rechts ab. Gut, wir kommen jetzt sogar wunderbar voran, ohne dass wir gegen die Wand fahren. Langsam. Gegen die Hauswand. Und jetzt müssen wir natürlich wieder warten, weil da was kommen könnte und weil natürlich auch da was kommen könnte. Und in dem Fall kommt da ein Fiat, der allerdings abbiegen will und uns dann die Möglichkeit erlässt, abzubiegen. Das wird einen Zähler rechts machen. Jetzt müssen den wir Blinker prüfen. Rechts abbiegen, natürlich. Müssen wir auch den Blinker ändern. Auf links, rechts. Oder war der nochmal rechts? Und da, wo der Daumen links ist. Klasse. Ja, klasse. Hey, ich bin gut. Erste Klasse bestanden. Überprüfen Sie Ihre Fahrspur. Oder die 0,5. Klasse. Genannt Kindergarten. Gut, biegen wir mal wieder. Bei der nächsten Möglichkeit rechts abbiegen. Oh, clever, clever. Woher wusste er denn, dass wir demnächst rechts abbiegen sollen? Oder rechts abbiegen wollen oder rechts abbiegen sollen? Klasse, an der Kreuzung links. Gut, das ist meine Lieblingskurve hier irgendwie. Ich mag die so sehr, dass ich der Ampel so gar nicht traue und trotzdem vor grüner Ampel anhalte. Und bei gelber losfahre, das ist auch nicht schlecht. Gut, gucken wir jetzt mal vorsichtig, bevor wieder ein Fehler kommt und biegen dann mal ganz heimlich ab. So ganz leise sein. So, da kommt nichts, da kommt nichts. Schnell abbiegen. Biegen Sie hier links und anschließend gleich rechts ab. Ach, wunderbar. Was? Nicht geblinkt, Innenspiegel nach Schulterblick. Oh Mann. Ich wusste, das könnte failen. Also misslingen. Ich mache irgendwie Denglisch in letzter Zeit. Ich weiß nicht warum. So, die rote Ampel können wir einigermaßen noch gut erkennen. Und so wie es aussieht, ist es rot. Ja, rot ist eine einigermaßen gute Farbe. Sie passt allerdings nicht ins Bild des deutschen Straßenverkehrs. Man kennt hier ja auch dieses rechts. Verkehrsrot. Langsamer. So, wir sind etwas zu schnell und Vorfahrt hier werden zu schnell Biegen überfahren. Sie zweimal links ab. So viele Anweisungen in so wenigen Sekunden, das ist Überforderung. Langsamer. Besonders bei solchen mini kleinen Straßen, das ist nervig. Zum Kotzen. Nervig. Zum Kotzen. Wünsch mir Glück bei meiner Fahrprüfung dann später. Zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich nämlich noch keinen Führerschein. So leid es mir auch tut. Ihr könnt mit mir ja darüber diskutieren. Ihr könnt ja mit mir ernstes Thema daraus machen und der Arsch soll endlich losfahren! Na los, mach dich hin, Mensch! Haben nicht ewig Zeit! Nee. Richtig. Man sollte sich hier schon. Jetzt links. Man sollte sich schon beruhigen im deutschen Straßenverkehr. Der ist ja auch nicht gerade so. Das Gelbe Langsam. Vom Ei, aber naja. Biegen wir mal ab. An der Kreuzung links. Jetzt geht es links hinein in diese Langsamer. Seltsame Kreuzung. Und natürlich können wir los. Sehr schön.
Und der Wagen fährt auf einmal los. Ich weiß nicht warum. Langsamer. Hatte ich, glaube, auch mal einen Bug gehabt, dass da nichts mehr weiterging. Weil sonst hätten wir wieder Fehlerpunkte kassiert, wenn wir dann die Vorfahrt missachtet hätten. Aber in dem Fall können wir losfahren und ja, lassen wir den mal vor. Besser ist es. Bei den Saftsack. Gut, die sind jetzt irgendwie ineinander reingefahren und blinken gleichzeitig. Ein schönes Phänomen irgendwie, oder es ist einfach ein optischer Effekt. Nein, die sind wirklich ineinander geraten. Da sieht man die schönen Unterschiede von den Reifen. Dass diese hässlichen Felgen, die wir an unseren Opel haben, genauso wenig an einen Fiat dran passen. Gut, der eine fährt los und der kann jetzt auch losfahren. Wir haben ihn durch einen Hub benachrichtigt, dass er losfahren darf. Das braucht nicht mal eine Ampel. Hier jetzt rechts. Und nochmal rechts abbiegen, genau da, wo die anderen hinwollen. Das heißt wieder warten. Mit unserem Opel Corsa, der auch wunderbar modelliert wurde. Das sieht ungefähr so aus, wie als würde ich ein Auto modellieren. Oder es würde noch schlimmer aussehen, ich weiß es nicht. Naja, 2001. Nein, es ist schon wieder rot. So ein Scheiß. Und wir haben eine Staatskarosse hinter uns. Das kann kein gutes Zeichen sein, denn wenn man sowas im Rückspiegel sieht, kann man immer damit rechnen, dass man verfolgt wird. Nämlich immer. Man kann immer damit rechnen. Tja, eine rote Ampel mit einem Vorfahrtsschild. Was gibt es Schöneres? Dieser Innenstadt, diese schöne Luft zu genießen, diese schöne Luftverpestung. Wo es noch keine Viererplaketten gab damals. Und wir haben grün. Wir können abbiegen. Mach dich da rein. Bei der nächsten Gelegenheit links abbiegen. Gut, da können wir nicht links, weil es eine Einbahnstraße ist. Langsamer. Natürlich sind wir immer zu schnell. Wenn wir gar nicht so schnell fahren. Sehr schön. Und hier bietet uns die Möglichkeit, links abzubiegen. Unsere bekannte Straße. Gut, dann sollten wir mal losfahren. Wir hätten fast die Vorfahrt missachtet, aber nur fast. Prima. An der Kreuzung links. Ist trotzdem prima. So, hier müssen wir auch links abbiegen. An der Kreuzung, wo dieses seltsame Auto davor war. Und wir sollten richtig, hier mal gucken. Richtig, langsamer. Ah, wir haben die Vorfahrt missachtet. Biegen Sie zweimal rechts ab. Das ist ein bisschen schlecht gewesen, aber wir haben keinen Extrapunkt bekommen. So schnell darf man da eigentlich nicht durch. Obwohl, da war ein Vorfahrtsschild, oder? Vorfahrt heißt für mich Vorfahrt. Dass die anderen warten müssen. Wir nicht. Brauchen ein Polizeiauto. Richtig. Hier jetzt rechts. Da hat selbst der Fahrlehrer recht. Wir brauchen ein Polizeiauto. Langsamer. Langsamer. Wenn du das bei einem Polizeiwagen sagst, dann bringe ich dich um. Wenn wir in Einsatz sind, dürfen wir nicht langsamer fahren. Wir müssen so schnell wie möglich fahren. Der Fußgängerüberweg, der einzig sichere Überweg für einen Fußgänger. Neben der Ampel. Biegen Sie hier links und anschließend gleich rechts ab. Langsamer. Gut. Links ist nicht gleich rechts und rechts ist nicht gleich links. Deshalb müssen wir in diese Fahrbahnverengung rein. Wer auch immer die gemacht hat, der hatte zu wenig Staatsgelder. Das ist richtig. Hier jetzt rechts. Und wieder rein in die 30er-Zone. Und damit haben wir auch diese Fahrübung fast so gut wie geschafft. Prima. Bin selber stolz auf mich. Den Porsche lassen wir vorerst nicht durch. Nein, kommt keiner durch. Dann fahren wir mal tüchtig mit 30 weiter. Es gibt keine weitere Aufforderung abzubiegen. Das heißt, wir müssen geradeaus raus aus der 30er-Zone. Und das heißt, wir haben bald eine neue Fahrübung.
Ach ja, damit verlassen wir diese schreckliche 30er-Zone, dürfen weiterhin 30 fahren, warum auch immer, und fahren in diese wunderschöne Idylle, wo diese schönen Häuser stehen mit einzelnen Garagen. Wunderschön. Ach, Alter. Schön, Sie haben nur weniger Fahrfehler gemacht. Ich empfehle Ihnen trotzdem, diese Fahrübung zu wiederholen, bevor Sie mit der nächsten Fahrübung beginnen können. Ja, da hat uns auf einmal die Handbremse reingedrückt und das finde ich bescheuert. Mit 5 Fehlerpunkten haben wir das nun bestanden. Wollen wir mal gucken. Aha, aha. Fehlerhafte Benutzung des Blinkers, mangelnde Verkehrsbeobachtung, Fehler bei den Grundfahraufgaben. Naja. Dann wollen wir natürlich gleich überleiten zur nächsten, zur achten und zur nächsten Fahrübung. Dann können wir uns da auch schon mal die Fehlerpunkte wegradieren lassen. Und da sind wir dann auch schon nämlich bei der Nachtfahrt. Sie fahren an einen regennassen Tag in der Abenddämmerung. Schalten Sie das Licht ein und denken Sie daran, dass sich Bremswege durch die nasse Fahrbahn verlängern. Sie starten in der Tempo 30-Zone auf einer Einbahnstraße. Meine Güte, ich kann nicht sprechen. Wir hatten zuletzt 15 Fehlerpunkte, das ist viel zu viel, deshalb machen wir die jetzt weniger. In der Nacht. Fahren Sie geradeaus. Wo der Bug regierte. Und die Straße war nass. Der Fahrlehrer war wieder roboterhaft wie immer. Und wir fuhren durch die Nacht. Durch den Regen, den man nicht sehen konnte. Biegen Sie bitte links ab. Plötzlich sagte er, wir sollten links abbiegen. Da ging es nach rechts. Er meinte, ich sei zu schnell. Innenspiegel nach Schulterblick, der erste Fehlerpunkt. War das jetzt schon unser Ende? Wir wissen es nicht. Sehr schön. Es sagt trotzdem, es sei sehr schön gewesen, die letzte Nacht. Das ist so zweideutig. Okay, dann fuhren wir weiter und dann kam auf einmal der Hinweis, dass die Straße nass weiterhin ist. Wir warteten auf einen gelben Suzuki Alto, guckten überall hin, aber nichts kam. Durch die regennasse Fahrbahn, die aber trotzdem dieselbe Textur hatte wie keine regennasse Fahrbahn. Biegen Sie hier rechts und anschließend gleich links ab. Sollten wir durchfahren. Und er meinte, wir sollten nach rechts abbiegen, aber hier gibt es nichts zum Rechtsabbiegen, denn es geht nur nach rechts. Denn er meinte, danach sollten wir hier links reinfahren und wir haben keinen Spurwechsel gemacht, obwohl wir gar keinen gemacht haben. Seltsamerweise, wir sind nach links abgebogen, fuhren dann tüchtig 52, obwohl wir eigentlich 30 fahren sollten. Das war uns aber Schnuppe, weil, weiß nicht. An der Kreuzung links. Uns kam Gegenverkehr entgegen und wie wir euch erinnern könnt, war das hier mal verbuggt. Hat mal blauen Himmel, obwohl es dunkel war. Naja, hat nicht so ganz Klasse. Zur Atmosphäre gepasst. Den Blinker prüfen. Sie haben den Blinker falsch gesetzt, sie sind etwas zu schnell. Ach, halt deine Schnauze und sag mir einfach, wo ich abbiegen soll. Mehr brauchst du nicht. Okay, wir haben hier endlich Verkehr, das ist wunderbar. Und trotzdem hat die erneute Vorfahrtbeobachtung links gefehlt. Damit haben wir schon 3 Punkte. Oder das sind 2. Keine Ahnung. Aber wir schlagen uns wacker und biegen natürlich ab. Langsamer. Wir sind natürlich wieder zu schnell und müssen am Stoppschild halten. Die anderen fuhren dann tüchtig in eine Absperrung rein und verschwanden. Seltsamerweise. Das war sehr schön. Und dann fuhren wir weiter. Langsamer. Natürlich waren wir wieder zu schnell. Und die rechte Vorfahrtbeobachtung fehlte und sämtliches anderes. Damit hatten wir bereits 4 Fehlerpunkte nach einigen Minuten zum Start der Fahrübung. Die zweite Straße rechts abbiegen. Und an der zweiten Straße sollten wir rechts abbiegen, während dann wieder dieses mysteriöse rote Auto weiter fuhr. Dessen Reifen absolut nicht zum Auto passen. Ich weiß noch, es war sehr starker Regen. Man konnte ihn nicht merken, man konnte ihn nicht sehen und es war nichts Radioaktives. Über sowas Witze zu machen. Langsamer. Ist geschmacklos. Okay, wir biegen ab und haben Vorfahrtgewehren zu schnell überfahren. Rechts.
Und da müssen wir rechts abbiegen und das Vorfahrt gewähren. Das Spiel ruckelt ein klein wenig, aber das macht nichts aus. Und dann auf einmal wieder diese Geräusche. Irgendwer wirbelt eine Folie im Raum und würde sich denken, das sei ein Blitz. Sehr schön. Oder Donner. Gut, wir warten dann mal wieder, bis der sich einig geworden ist, dass er abbiegen soll. Ach, weißt du was? Wir fahren jetzt ganz langsam an ihn vorbei. Ganz langsam. Das ist Millimeterarbeit und... Ja... Wir sind zwar im... In der Bordsteinkante drin, aber naja, wir haben es geschafft. Er sagt nicht, dass wir abbiegen sollen, also fahren wir geradeaus und wir haben Vorfahrtgewehr wieder zu schnell überfahren! Fuh! Okay, wir fahren trotzdem weiter. An der Kreuzung links. Und müssen an der Kreuzung links abbiegen. Das ist aber auch eine merkwürdige Gegend hier. Parkt kein Schwein. Es lebt kein Schwein. Es hat keiner mal das Licht an. Das ist ungewöhnlich. Langsamer. Natürlich sind wir mit 20 km/h wieder zu schnell. Und hier müssen wir natürlich blinken. Weil wir ja hier rein wollen. Klasse. Das ist nicht so geradeaus. Ein grober Fehler. Überprüfen Sie Ihre Fahrspur. Ja, auch Stotterbremsen müssen funktionieren. Ich frage mich, ob man so eine Stotterbremse auch beim Moped machen kann. Das wäre interessant. Nur ich weiß nicht, ob ich das irgendwo probieren kann. Ich habe ja kein Auto, ich habe nicht mal Führerschein. Dürfen Sie von hier dorthin abbiegen? Nein, darf man nicht. Ich will trotzdem geradeaus fahren. Oh Gott, ist ja voll übertönt. Okay, wir fahren geradeaus. Und ja, na. Das ist Fußgängerüberweg, aber es juckt uns nicht. Oh, wir müssen uns einordnen. Ganz schnell. Ganz still und heimlich einordnen, denn da ist eine Sackgasse und dort kommen auf einmal so viele Autos daher. Ich weiß nicht warum. Fahr endlich! Pissnake! Die zweite Straße links abbiegen. Ich singe irgendwie eine bekannte Melodie, das ist schlimm. Die zweite Straße links abbiegen. Zweite Straße links, ist das schon die zweite Straße? Biegen Sie zweimal rechts ab. Na gut. Dann geht es jetzt zweimal nach rechts. Wir sind mal wieder etwas zu schnell und müssen wir warten? Müssen wir warten? Nee, wir müssen nicht. Der will ja nämlich dort in die Richtung und ja. Prima. Das juckt uns relativ wenig, wenn er dahin abbiegen will. Doch, ich sehe es gerade. Hier jetzt rechts. Ich sehe es gerade. 4 Punkte haben wir. Langsamer. Und die Straße war mal wieder nass. Sie war nass. Sie war feucht. Der Bremslick hat sich verlängert. Ich habe gegen den Tisch geknallt und der Bremslick hat sich verlängert. Das klingt irgendwie sinnlos. Wir dürfen immer noch nicht abbiegen, obwohl der eigentlich nichts mit uns zu tun hat. Warum? Sehr schön. Es war trotzdem sehr schön. Eine sehr schöne Nacht. Die war regennass, aber trotzdem schön. Okay, ja. Fahren Sie bitte zum Parken in die erste Einfahrt. In die erste Einfahrt sollen wir zum Parken reinfahren, denn wir wollen ja natürlich unser kleines Geheimnis aufdecken. Denn die Straße ist nass. Und... Huch. Ja, ich glaube, die Fahrübung ist beendet. Wir mussten nicht mal einparken oder irgendwas. Wir haben die immerhin mit einigen Fehlerpunkten bestanden. Und ja, 4 Fehlerpunkte. Im Protokoll sehen wir zwar ein paar mehr, sind bestimmt die letzten Fehler, aber naja, wer weiß. Wir können ja sicherheitshalber nochmal bei den Prüfungen nachgucken, aber das will ich jetzt nicht reinmachen.
Oder? Weiß ich jetzt nicht. Okay, das soll es gewesen sein von der Nachsynchronisation einiger Aufnahmen von 3D-Fahrschule. Ich hoffe, euch hat mal diese Aufnahme gefallen und da sehen wir die Bestätigung, dass da noch ein blödes X war. Okay, ja, ich soll euch dann erstmal sagen, tschüss, bis zur nächsten Aufnahme.